Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Enzo, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute eine After-Patch-Taktik, die nach dem Patch gekommen ist. Wie wir ja wissen, EA Sports bringt so viele Patches raus, dass man nicht mehr mitkommt. Du spielst eine 4-2-2-2-Formation, nach einer Woche ist sie irgendwie unspielbar geworden. Deswegen bin ich natürlich am neuesten Stand und werde euch auch die Information mitgeben. Die 4-2-3-1-Formation mit meinen Taktiken und Anweisungen hat ziemlich sehr gut gespielt. Und das letzte Taktik-Video hat einfach 20.000 Aufrufe und unglaublich, fast 1000 Likes. Vielleicht schaffen wir es auch in dieser Art. Wäre natürlich richtig krass. Also abonniert den Kanal, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und wenn du die Glocke noch aktivierst, bist du ein Macher. Wenn du dieses Video siehst, bin ich 14 Uhr live auf Twitch. Link ist auch in der Bio. Und jetzt kurz Spitch und dann starten wir direkt rein. Bevor das Video startet, stelle ich euch meinen Partner Spitch vor. Ihr fragt euch natürlich, wer ist Spitch? Was ist Spitch? Spitch ist der offizielle Partner von der 1. und 2. Bundesliga. Was auch schon sehr, sehr stark ist. Ja, Spitch. Oh, krass. Was könnt ihr mit Spitch machen? Wir können mit Spitch natürlich Geld verdienen, indem ihr 10 Euro Startguthaben bekommt, wenn ihr einfach zum Beispiel das runterlädt über meinen Link, dann 3 oder 4 Freunde einlädst, dann kriegst du 10 Euro Startguthaben, kannst du dein erstes Team bauen. Natürlich geht es bei Spitch nicht nur um Geld zu verdienen, sondern auch dein fußballisches Können zu zeigen. Die App ist ganz einfach. Du gehst zum Beispiel, wenn du auf Without Payout gehst, gehst du darauf, kannst dein eigenes Team erstellen und dann kann man über den Fußball-Live-Manager gucken, welche Spieler am besten beziehungsweise was für ein Rating sie haben. Ich nehme zum Beispiel Jan Sommer, ihr seht hier die Performance, könnt ihr aufstellen, Goalkeeper, ganz einfach, wenn du Jan Sommer nimmst. Dann kannst du weitergehen zu Innenverteidiger, Außenverteidiger und kannst auch zum Beispiel deine eigene Aufstellung wählen, die du spielen willst, ob es 5-4-1 ist, ob es 5-3-2 ist, 4-4-2, was auch immer. Wenn du das beste Team hast, kannst du damit gut Geld verdienen, also geh in den Link in der ersten Bio, check es ab, lad es runter, würde mich sehr freuen und here we go, Spitch. Das ist jetzt mein Team und wichtig, ihr müsst schauen, dass ihr euch die Spiele auch kauft, die ihr für die Formation spielt. Ich zeige euch jetzt gleich die Taktik, die Anweisungen. Aber ihr könnt natürlich nicht mit jedem Spieler die Taktik spielen. Viele von euch spielen 3 ZMs, viele spielen 4 ZMs, viele spielen 1 Stürmer. Aber ja, ich zeige euch mal die Taktiken und Anweisungen. Wir gehen rüber zu den individuellen Taktiken und dann auf die Defensivformation. Jetzt wählen wir kurz die 4-2-3-1 aus und danach machen wir weiter. So habe ich jetzt mein Team aufgestellt und viele von euch wissen ja nicht, wie man die Spieler spielt, beziehungsweise wo man sie spielen soll. In meinem Fall habe ich jetzt Messi als ZOM, Martial als rechter ZOM, dies, das. Falls ihr das nicht wisst, könnt ihr mir sehr gerne auf Insta reinschreiben. Ich würde auf jeden Fall versuchen, jeden von euch zu antworten. Hier ist mein Insta, hier links unten im Overlay, seht ihr das ja. Ich zeige euch jetzt mal die Taktiken und Anweisungen und ich hoffe, ihr werdet damit rasieren. Meine Breite ist 45, die Tiefe ist 55. Offensive Aufbauspiel, wie ich in jedem Video natürlich sage. Schneller Aufbau ist für die Leute, die auf Konter, das heißt, du musst auf Konter klarkommen. Wenn du den Ball verlierst, kann sein, dass er gegen dich auskontert. Für diese Leute, die damit klarkommen, schneller Aufbau. Für die Leute, die über Länge, für die Leute, die über lange Bälle spielen, kannst du natürlich auch die 4-2-3-1 spielen. Ich würde den langen Ball von der Mitte über die Außen empfehlen, wenn du passstarke Mittelfeldspieler hast. Hier Sechser und so, funktioniert immer sehr, sehr gut. Aber ich spiele hier zum Beispiel schneller Aufbau. Ist für mich am besten kompakt von den Außen in die Mitte, von der Mitte wieder außen und in den Sturm. Spielt sich wirklich top. Schneller Aufbau und direkte Pässe passen so gut zusammen. Aus diesem Grund, weil du kannst sehr schnell spielen durch den schnellen Aufbau. Und wenn du direkte Pässe von der Mitte auf die Seiten machst, kannst du da sehr, sehr schnell zu guten Chancen. Wirst deine Tore machen und du wirst mir dafür danken. Und wichtig ist, es gibt eigentlich nie eine schlechte Taktik, außer du kennst dich ein bisschen mit dem Schema aus. Aber wichtig, Freunde, ich weiß nicht, wie eure Spielweise oder Spielstile sind. Nicht jeder kommt mit der Formation klar. Probiert sie, falls ihr findet, ey, okay, Enzo, schneller Aufbau war für mich too much. Dann versucht mal den langsamen Aufbau. Enzo, langsamer Aufbau für mich war zu langsam. Dann versucht mal Aussichten zu spielen. So müsst ihr das probieren. Meine 4-2-2-2-Formation letztens kam unnormal krass bei den Leuten an. Die haben auch auf Insta alle geschrieben, ey Enzo, danke für die Taktik, hat mich wirklich sehr gefreut. Ich mache nicht nur Taktik-Videos, ich versuche jede Woche oder nach jedem Patch eine Taktik für euch rauszuhauen. Ihr könnt natürlich auch meine allgemeinen Videos abchecken, SCBs, was auch immer. Und ja, da haben wir auf jeden Fall die offensive Verteidigung fast fertig. Nur mit die Breite, die ich auf 45 habe. Spieler im Strafraum habe ich auf 7 Balken. Fand ich wirklich am besten, weil die 4-2-3-1-Formation eh schon ein bisschen defensiver ist. Deine Breite auf 45 passt perfekt, passt wirklich perfekt. Ecken und Freistöße immer auf 1. Da habt ihr mehr Anspielstationen. Jetzt gehen wir zu den Anweisungen und Freunde, da würde ich euch beim Torwart erstmal hier auf jeden Fall Flankenfänger empfehlen. Denn Flankenfänger, ernsthaft, wieso Flankenfänger? Wir kennen es ja, wenn der Gegner zu schnell direkt flankt, können wir den Torwart gar nicht nach links stellen. Da ist der Torwart ganz schnell, geht selber raus und bekommt den Ball. Dann bei den Außenverteidiger, wie bei jeder Taktik, Formation, Anweisung, was auch immer, hinten bleiben wir Angriff, sehr wichtig. Ich würde euch nicht empfehlen, dann nicht auf hinten bleiben wir Angriff zu spielen, weil wenn die Außenverteidiger vorne sind und der Gegner einfach einen Doppelpass von der Mitte auf die Außen macht, ist dein Spielstil vorbei. Hinten bleiben, wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Wichtiger ist natürlich das Hintenbleiben, als wenn du hier auf Instagram gehst und irgendwelche Frauen anschreibst.
Weißt du, Frauen anschreiben, immer mit hinten bleiben im Angriff und dann, wenn sie zurück antwortet, bam, schneller Aufbau und Abwehr überlaufen, Bruder. Überlauf sie. Und wenn du diesen Strich überlaufen hast, sie gehört dir, heirate sie. Aber wichtig ist, heirate niemals deine Cousine. Machen wir weiter mit meinen 2 Sechsern. Freunde, mein Kanté ist ein Allrounder, der kann Sechser spielen, der kann Achter spielen und auch als Zehner spielen. Der kann wirklich alles. Kanté Team of the Year ist wow, also wirklich wow. Ich würde euch empfehlen, einen 6er und einen 8er, auch übelst gleich, fast wie die 4-2-2-2-Formation. Viera ist für mich der die ganzen Bälle, Viera ist dieser Typ, Jungs. Viera ist dieser Spielertyp, der chillt in der Mitte und ist so. Kommt alle her, ich nehme euch alle auseinander. Der packt den auch und peitscht einfach, Jungs, der peitscht, ihr wisst, mit was er peitscht. Mehr will ich nicht dazu sagen. Und Kanté ist dieser 8er Spielertyp für mich, der überall hinläuft, der überall den Ball kommt. Und dieses Duo ist einfach perfekt. Ihr könnt mir ja natürlich auch schreiben, auf Insta oder schicken, ob dieses Duo passt, was ihr habt. Spielt nicht so einen Paqueta mit einem Bruno Fernandes oder so, weil du brauchst wirklich einen Sechser. Wirklich, der hinten die Ball abfängt. Du kannst nicht 2 Achter spielen, funktioniert nicht so oft. So ein Renato Sanchez und Paqueta könnte passen, aber Freunde, Sanchez ist kein richtig kranker Sechser. Weißt du, du brauchst einen starken, der die Bälle hinten abrollt. Dann haben wir jetzt unseren mittleren ZOM, unseren rechten ZOM und unseren linken ZOM. Im mittleren ZOM würde ich euch einen passstarken Spieler empfehlen. Der mittlere Spieler ist der wichtigste, denn der kann zu Pelé spielen, der kann zu Martial spielen und der kann auch zu Ginola spielen. Der hat auf jeden Fall 3 krasse Anspielstationen, deswegen sollte er auf jeden Fall auch einen guten Pass haben. Wenn er nicht diesen guten Pass hat, kann es dazu führen, dass du im Angriff nicht so stark bist. Also sein ZOM sollte auf jeden Fall einen guten Pass haben. Und was würde ich natürlich da empfehlen für dich? Ganz klar, alle Freiheiten, ohne viel zu reden. Der stellt sich frei, ist frei, spielt top. Alle Freiheiten, einfach wirklich mega gut. Bei einem mittleren ZOM, Enzer, sag mal, RZOM, LZOM und Stürmer. Was soll ich diesen Karten geben? Im Endeffekt fragt man sich immer, was man diesen Karten geben soll. Aber ich habe wieder die Antwort für dich. Ich spiele meine Ginola. Also ich finde, Ginola ist eher der Stürmer-Typ. Ich feiere den eigentlich auch nicht so krass als linken ZOM. Aber ich dachte mal, für diese Rekindling werde ich ihn einfach mal spielen. Ich stehe gerade 8-0, glaube ich. Ginola wirklich als links nicht so gut. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dass die über 90 Tempo haben. 92, 91 Tempo auf den Seiten wäre auf jeden Fall richtig krass. Ich habe Martial hat sogar 94 Tempo, 95, 96 oder 91 Tempo, ich weiß nicht ganz genau. Aber da sollte er auf jeden Fall schnelle Spieler haben. Wieso schnelle Spieler? Von außen, in der Mitte, einfach auch hier so ein Vieira, Kanté, kannst du den Martial spielen und die laufen komplett rüber. Und Pelé kannst den Ball über Abwehr überlaufen, hinspielen und der macht auf jeden Fall auch seine Tore. Bei, also Ginola und Martial würde ich euch nichts empfehlen. Außer für die Leute, jetzt könnt ihr beide Sachen versuchen. Ich habe ihr letzte Week nicht nichts hingemacht, aber ich will mal versuchen, da defensive Verstärken zu spielen. Das heißt, wenn Lena mal einen Konter oder eine Eckball hat und er flankt, okay, und du den Ball bekommst, kannst du direkt, weil Martial und Ginola hinten sind, den Ball mit denen hinnehmen. Messi hat eh alle Freiheiten und direkt zu deinem Pelé spielen. Also Ginola, Martial, kannst du auf hinten diamond, also beziehungsweise defensiv verstärken machen, musst du aber nicht. Test am besten beide Versionen und du kannst mir gerne schreiben, welche für dich besser war. Enzard A, defensiv verstärken war für mich besser oder Enzard A, ich fand lieber das so viel besser. Und dann gehen wir auch zum letzten Spieler, der bei dieser Taktik eine Option hat und das ist bei mir Pelé. Pelé, ganz wichtig, Abwehr überlaufen. Abwehr überlaufen sollte jeder von euch klar sein, Freunde, das ist einfach wichtig. Guck mal, wenn du einen Stürmer hast, der jetzt auch nicht so den besten Stellungsspiel hat, Abwehr überlaufen, wenn du den Ball hast mit einem mittleren ZOM, der alle Freiheiten hat, das passt einfach perfekt zusammen. Du spielst einfach den Ball. Wichtig, in solchen Situationen solltet ihr einfach L1, L1 drücken und ich zeige euch dazu auch gleich ein richtiges Beispiel. So, Freunde, guckt euch einfach diese Situation an, alles mit der Ruhe. Ich habe mit meinem Vieira den Ball, spiel zu Jota und jetzt passt. Zack, Abwehr überlaufen. Ihr seht, wie ein Pelé hier läuft, den Ball nimmt, passt nochmal nach unten und Martial macht hier das Tor. Das Ganze zeige ich euch jetzt kurz nochmal. Ich habe den Ball, spiele drauf mit L1 drücke ich schon auf Pelé, spiele den Ball zu ihm, er kommt perfekt an. Pelé nochmal den Ball nach unten und Martial macht ihn rein. Also funktioniert wirklich ganz, ganz, ganz gut mit der Variation L1, R1 und Dreieck. Und das war's auch mit dem Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, folgt mir auf Twitch, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf alle Plattformen, lasst den YouTube-Kanal zu den 20.000 Abonnenten bringen. Ich bin auf jeden Fall raus für heute. Macht's gut. Frohen Ramadan an alle meine muslimischen Brüder. Ich hau auf jeden Fall mal weg. Bin raus. 14 Uhr live auf Twitch. Wenn ihr das Video seht, ich bin raus. Haut rein.